Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur feierlichen Premiere des ersten Boutiquen Award in Frankfurt, hier im U Grand. Wir haben uns getroffen, wir haben diskutiert, wir haben telefoniert, wir haben recherchiert. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Jury bedanken für diesen unglaublichen Einsatz in dieser Zeit. Im Namen aller Sponsoren drücke ich jetzt den Nominierten die Daumen und wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Ein aktuelles und zukunftsträchtiges Thema, nämlich die Digitalisierung der Welt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gewinner im Bereich Renten ist IIV Mikrofinanz. Kommen wir zum vierten Award. Das ist der Bereich Multi-Asset. Herrn Ulrich Lingenthal von Dickemann Capital. Ausgezeichnet wird als Top-Innovator der Seahawk Equity Long Short Fund von Hubertus Clausius, Seahawk Investments GmbH. Bester Newcomer 2021 geht an die Tim Invest GmbH. Die Antea GmbH legt seit Jahren großen Wert auf eine verständliche und kontinuierliche Anlegerkommunikation, was auch im Marketing zum Ausdruck kommt. Herzlichen Glückwunsch. Und das Thema zum Award Nummer 8 ist das Megathema, was uns momentan und auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Der Boutiquen Award Nachhaltigkeit geht an Avesco Financial Services AG, Oliver Hagedorn. Nachhaltigkeit ist die Investment-Opportunität dieses Jahrhunderts und wahrscheinlich ist es die größte nach der Erfindung des Investmentfonds.